Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM21. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich, was ich am Anfang noch sagen soll, weil irgendwie ist alles hier absolut chaotisch in dieser Liga. Wir versuchen heute mal am besten zwei Spiele zu gewinnen. Weiß ich nicht. Empoli, Udinese und Monza sind unsere Gegner. Und dann haben wir danach nur noch zwei Spieler. Also es kann sich heute entscheiden, aber vielleicht gewinnt auch niemand mehr ein Spiel. Wer weiß, es ist alles möglich irgendwie. Ach, ich weiß nicht, in der Woche ist nicht so viel passiert. Ich habe meine Trainerlizenz erhalten. Bin jetzt etwas besser anscheinend. Habe die Fußballlehrerlizenz gemacht. Die Werte, ja, ist okay. Geht besser. Ranocchia ist leicht wieder fit, kann leider nur 30 Minuten. Müssen wir mit klarkommen. Wir haben Brescia, die gegen Benevento spielen. Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Ich glaube, da wäre es schön, wenn Brescia gewinnt, damit Benevento auf Abstand bleibt. Wobei Entella dann auch verlieren müsste. Die spielen allerdings erst morgen gegen Vicenza. Weiß ich nicht, so oder so, wir müssen halt selbst gewinnen. So, aufgestellt habe ich so. Biaschi auf rechts. War ja zuletzt in der Mitte dann doch nicht mehr so gut. Petrucci ist jetzt in der Mitte. Piszczek rückt auf links. Dann hatte ich erst überlegt, Bruninho reinzupacken, aber nee, Bruno Mancini auf der Doppel-6, weil Ranocchia nur 30 Minuten kann. Und komm, auf geht's. Ich meine, es ist im Prinzip eh so. Ich kann aufstellen, was ich möchte. Es ist eine Wundertüte, wer an diesem Tag gut spielen wird, weil eben nichts geht. Momentan, aber vielleicht ja heute mit dieser Aufstellung. Ich brauche halt nur ein glückliches Händchen, ne? Weil momentan brauchst du halt gar keine Gedanken machen über Logik oder über Form, irgendwas, weil jeder spielt scheiße bei uns. So, komm, auf geht's. Erste Szene in 3 Minuten. Piszczek direkt zum Gegner mit diesem Kopfball. War ja natürlich sehr klug. Langer Ball nach vorne, den Doda zum Glück abfängt und direkt zum Gegner spielt. Wow, das musst du aber auch erstmal hinkriegen. Bro spielt natürlich auch direkt zum Gegner. Das sieht. Oh, Jungs, die könnt nicht pennen, ne? Boah, starke Parade von Tadikone. Aber komplett unnötig, ne? Was vorher schon wieder passiert ist. Eieiei. Eckball wird geklärt von Bro. Jungs, wollt ihr vielleicht irgendwie mal an die zweiten Bälle rangehen? Also irgendwie mal Fußball spielen vielleicht? Geht ja schon wieder gut los hier, ne? Ja, das einzige Tor, was gefallen ist, war Cremonese. Das 1-0 gegen Ascoli. Das ist für uns aber eher unrelevant. Venezia vielleicht auch nicht mehr so. Ich glaube, wir sollten nur auf Benevento und Brescia achten heute. Morgen auf Entella. Brescia führt gegen Benevento. Das wäre gut. Unentschieden oder Sieg für Brescia wäre okay, glaube ich. Benevento-Sieg sollte eher nicht passieren. Venezia führt auch. Wir haben noch nicht einen einzigen Torschuss. Oder generell einen Schuss. Vielleicht jetzt mal Doda mit dem Einwurf auf den Gegner. Oh, Mancini. Oh, Leute, ihr. Eieiei. Ich wünschte, Almici wäre fit, weil Doda ist schrecklich gerade. So, vielleicht das mal. Ja, leider ist es Piszczek, aber Besanon kann ja auch was reißen, wenn er offensiv ist. Bringt den Ball nochmal auf Piszczek, nochmal zurück. Biaschis Kopfball ist unwichtig. Da wollen wir gar keine Szene eigentlich sehen. Ah, schwierig. Wir spielen nicht gut. Es läuft überhaupt nicht. Oh, nochmal eine Szene. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Video auf. Meine Güte, ey. Danke, Tadikone. Okay, also ich muss komplett umstellen. Das ist schrecklich, was hier läuft. Das ist unfassbar schlecht, Jungs. Ich glaube, das ist nochmal schlechter als die letzten Spiele. So, ich gehe auf 2 Zehner. Mit Biaschi auf einem Shadow Striker und Petrucci auf einem offensiven Mittelfeldspieler. Colombo bleibt. Dann muss Doda ganz dringend raus, weil der Typ ist gerade absolut doof. Dann bringe ich mal Bro als Rechtsaußenverteidiger rein. Tito geht auch ein Stück nach vorne, wobei dann nehme ich glaube ich lieber einen Rechtsverteidiger, das ist ein bisschen asymmetrisch. Dann gehen wir hier auf einen kompletten Flügelverteidiger, auf Angreifen. Piszczek geht dann weg. Da bräuchten wir dann hier vielleicht einen.
Dann könnten wir Petrucci so ein bisschen sagen, er soll nach außen gehen. Und RM wird dann. Wobei, dann nehme ich lieber Sanon, glaube ich. Dann könnte ich Brohirn packen als Sechser. Dann tausche ich Biaschi und Petrucci. Mach das so, Deep Lying Playmaker bei Mancini. Petrucci wird, wie gesagt, offensiver Mittelfeldspieler auf Unterstützen. Und Piszczytela wird dann Flügelspieler auf Angreifen. Sanon wird Außenverteidiger auf Unterstützen. Und wechsle ich jetzt noch Piszczytela aus? Ja, ne, für Bruninho. So, dann sagen wir, wir sollen breiter spielen. Hinterlaufen links macht ja keinen Sinn mehr, ist ja nur einer, wobei machen wir mal. Hinterlaufen rechts auch. Etwas vertikaler spielen. Und gucken dann bei Biaschi, dass der mehr auf die Außen geht. Über die Außen spielen bitte auch. Dass Tito oft nach vorne geht, das ist auch richtig. Und dann passt das. Vielleicht sollte man noch sagen, dass Petrucci ein bisschen weiter nach hinten kommen soll. Ja, passt schon so. Mal gucken, ob das klappt. Aber wir müssen irgendwas machen. So, komm, Sanon. Auf Petrucci. War ein guter Einwurf. Colombo! Yes, geht doch. Nice one. Oh, guter Kopfball, endlich mal. Wir gehen auf kontrolliert zurück. Einwurf von Sanon kommt zum Glück an auf Petrucci. Nochmal zurück, Flanke mit links auf Colombo und guter Kopfball gegen Ayeti und den Keeper. Die stellen auch um auf ein 5-3-2 jetzt. Aramu und Mancuso vorne. Weiß nicht, ob. Okay, kommt an, Biaschi. Und Bruninho mit. Vielleicht eine schöne flache Flanke. Ah, traut sich nicht. Jungs, aufpassen, dass ihr jetzt nicht den Ball verliert. Guter Ball von Mancini. Schade, dass er nicht durchkommt. Nochmal gut nachgesetzt. So, Tito, jetzt vielleicht eine schöne Flanke. Ah, schafft es nicht. Und jetzt ist die Seite leider offen, weil wir ihn halt so offensiv stehen haben. Und Hager hatte schon gelb. Und ist ein. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Vollidiot ist, aber doch, vielleicht schon. Okay, Akoto kommt rein für Petrucci. Tito geht nach hinten, Akoto geht nach hinten. Ich lasse die jetzt nicht mehr bald spielende Verteidiger sein. Biaschi geht dann hier hin. So. Dann nehmen wir das Hinterlaufen rechts weg. Hinterlaufen links bleibt noch. Und nehmen das geduldig Spielen raus. Oh, boah, Mann. In Unterzahl jetzt auch noch. Schwierig. Ganz schön früh für die rote Karte. Aber vielleicht kriegen wir es hin. Benevento hat den Ausgleich gemacht gegen Brescia. Ich werde jetzt schon mit Zeitspiel anfangen. Ist ein bisschen früh dafür, aber müssen wir ja eigentlich. Ranocchia kann nicht mehr reinkommen, weil wir schon alle drei Wechsel vollzogen haben, scheinbar. Was? Echt? Warte mal, Bruninho kam rein. Akoto und Sanon, ja klar, Sanon. Der hat mir das Symbol gefehlt wegen seiner gelben Karte. Wäre mit dem Unentschieden von Brescia gegen Benevento aktuell auf Platz 1, allerdings, ne? Ist noch ein bisschen hin. Schade, dass Akoto den nicht versenkt. Das wäre sehr, sehr gut gewesen für uns. 10 Minuten noch durchhalten, Jungs. Dann ist es auch erstmal egal, was die anderen machen. Ihr müsst jetzt nur noch durchhalten. Und ich würde keine Szenen mehr sehen, bitte. Tito nochmal. Den werde ich gleich mal auf defensiver packen. Jungs, seid doch nicht. Ja. Sehr stark. Verstehe ich jetzt nicht, warum. Ich glaube, Tito war es, da einfach in Mancini reinläuft. Dass das. Absolut unerklärlich. Wirklich absolut unerklärlich für mich.
Wir sehen leider den Eckball. Oh, eieiei, ich gehe auch sehr defensiv. Kommt, Jungs, einfach durchhalten. Einfach durchhalten. Einfach. Oh Gott, die nächste Szene. Renn einfach zur Eckfahne oder so. Und bleib da für die nächsten 5 Minuten. Colombo, ja. Oh, was, was? Oh mein. Ich. Warte. Prescher führt übrigens wieder. Ich habe mit der Szene schon abgeschlossen. Ich habe kurz weggeguckt. Was ist denn jetzt bitte gerade passiert? Colombo verlängert. Brignoli denkt, er ist Manu und will den Ball mit dem Kopf spielen. Colombo reagiert, schnappt sich den Ball und trifft den Pfosten. Wenn das nicht nochmal zurückkommt. Wenn das nicht nochmal zurückkommt, vor allem wenn man dieses Kopfballduell nicht gewinnt. Akoto. Oh, gefährlich. Colombo muss rennen, 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 aber macht's nicht. Mancini, risky, aber alles gut. Bruninho, Entlastungsangriff vielleicht. Einfach den Ball vorhauen am besten. Ja, bisschen weiter bitte. Abseits. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Anderthalb Minuten noch. Alles nach hinten jetzt. Oh, noch eine Szene, ich fass es nicht. Er schlägt den Ball halt weit raus, warum auch immer. Danke, Bruninho, gut. Ach, das ist abseits von ihm. Okay. Gott sei Dank, ey. Ein Krampf. Ein absoluter Krampf. Aber wir gewinnen. Jungs, das war schrecklich. Sorry, das war absolut schrecklich. Colombo, du musst gar nicht so demotiviert sein. Ne? Guck dir mal die Chance an, die du liegen hast lassen. Also bitte. Brescia hat noch das 2-2 kassiert in der 92. Wir sind auf einmal wieder Tabellenerster und auf einmal haben wir 5 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Entella spielt aber morgen noch. Südtirol hat auch in der 92. den Ausgleich gemacht. Was ist mit dieser Liga los, Leute? Unglaublich, ey. Haager für ein Spiel gesperrt. Jetzt gibt's bestimmt keinen besseren Vertrag für Sanon. Zünd den mal, den Vollidioten. Dankeschön. Oh mein Gott, ey. Oh Gott, ey, was ist denn das für eine Saison? Es ist eine der heftigsten Saisons, die ich seit langem hatte. Wo irgendwie alles geht. Würde mich nicht wundern, wenn wir nur absteigen. Oh Gott, ey, es ist ein Krampf. Zum Glück haben wir das irgendwie gerade über die Zeit geschafft mit der roten Karte. Wäre so schön, wenn Vicenza jetzt Entella besiegen könnte. Die sind ja noch ein Konkurrent von uns. Ein Unentschieden wäre auch komplett okay, aber ich traue das Vicenza auch nicht zu. Boah. Vielleicht haben wir auch das Glück und bis zum Udinese-Spiel ist Almici wieder fit. Das wäre vielleicht ganz schön. Werde aber auf jeden Fall Tito auswechseln, der die letzten Spiele wirklich sehr, sehr schlecht spielt. So, Vicenza, bitte, bitte, bitte irgendwie was reißen gegen Entella. Das wäre so nice. Es wäre so wunderschön. Aber der Glaube daran, der fehlt mir leider. Komm, zeig her. FM nicht so lange brauchen. Paolucci hat sich verletzt, das ist nicht so schlimm, denke ich. 4 bis 5 Wochen ist für ihn natürlich schlimm. Ein paar Scouting-Berichte. Ich möchte Entella wissen. FM, komm, ist mir scheißegal mit den Scout-Berichten. Ich möchte jetzt wissen, was da passiert ist. Sie haben leider 3-1 gewonnen. Ah, rote Karte in der 56. Sie haben sogar den Ausgleich gemacht, aber dann war die rote Karte wohl zu viel. Also doch nur 3 Punkte auf den dritten. 4 Spieltage noch. Boah, yo.
Und Udinese Calcio ist unser nächster Gegner. Jo. Eine verrückte Saison. Absolut verrückt. Udinese ist auf Platz 12, Empoli war gerade auf Platz 9. Also viel wird es nicht ausmachen. Wow, ich habe gar nicht mitbekommen, dass Oja auf der Transferliste war. Na gut, der würde jetzt eh zu viel Geld haben wollen. Also fürs nächste Spiel würde ich dann wohl Ranocchia wieder reinbringen, auch wenn Mancini gut war. Würde wahrscheinlich Bruninho reinbringen für Petrucci, Zanon für Tito und Almici wird eher nicht fit, also muss Doda spielen und Akoto ist es dann, der neben Elvedi spielt. Ach, Udinese spielt jetzt erst gegen Regina. Regina war auch ein bisschen am Kommen gerade, der hat 2-0. Die sind jetzt nämlich auch Fünfter. Sind auch nur noch 7 Punkte. Vielleicht hilft uns das, dass Udinese jetzt so ein bisschen ein Formtief hat, aber gut, wir doch auch. Wir doch auch. Ja. Wir probieren einfach auch hier zu gewinnen. Ich glaube, wir brauchen auch nur noch 2 Siege und dann sind wir aufgestiegen, weil die anderen lassen ja auch so viel liegen. Resta und Adelphio sind verletzt. Tarikone wurde U19-Spieler der Woche. Hat ja auch ordentlich gehalten. Und einmal Glück gehabt, dass es dann wirklich abseits war. Als am Ende dann noch das fast Ausgleichstor gefallen ist. Da dachte ich auch, ey, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Aber wir haben auch so viel Mist schon in diesem Spiel gemacht. Werden am Samstag spielen, also werden dann wieder auch alle gleichzeitig spielen. Also nicht alle gleichzeitig, aber halt die interessantesten wahrscheinlich. Ich werde jetzt aber wohl auch nur noch auf Brescia, Benevento und Entella achten. Gegen Entella spielen wir auch noch. Oh, nee. Ja, wenn wir das gewinnen können, gegen Entella wird es halt auch wieder ein riesiger Sprung nach vorne sein. Aber bisher, gerade in der Rückrunde gegen die direkten Konkurrenten, war nicht so, ne? War wirklich nicht so. Inter gegen Lazio haben wir noch in der Coppa Italia, aber ich glaube, die ist uns eher wurscht. Da hat Lazio den Cup gewonnen. Das ist das Restprogramm. Also, Brescia muss noch gegen Cremonese auf Platz 8, Empoli auf Platz 9, Udinese auf 12 und Monza auf 13. Ich glaube, das ist. Ich glaube, Brescia kann uns relativ wurscht sein, weil wir werden immer vor denen landen, wenn wir punktgleich sind. Wichtig sind Entella und Benevento. Regina nehme ich erstmal so raus, aber wer weiß. Entella spielt gegen Bari auf 14, dann der Regina, das ist ein direktes Duell. Also vielleicht, wenn der Regina gewinnt, sind die dann wieder interessanter. Dann muss Entella gegen uns. Und dann gegen Ascoli. Benevento muss gegen Genoa, Cittadella, Perugia und Frosinone. Und wir gegen Udinese, Monza, Entella und Novara. Das sollte eigentlich klappen für uns. Eigentlich, aber wir stellen uns ja so an. Ich meine, es ist halt nicht viel, was wir brauchen nur noch, ne? Ich glaube wirklich 2 Siege und dann ist das Ding durch. Aber wo willst du die aktuell herholen? Das ist dann eher so mein Gedanke dabei. So. Spieltag steht kurz bevor. Dann haben wir noch Monza auf 13, also 12 von 13 jetzt. Wir haben jetzt echt keinen Bock, mit den Medien zu reden. Wir müssen uns eher auf uns konzentrieren. Schlechte Trainingswoche bei Marconi, Paroni und Braas. Muss auch nicht sein. Eine gute Trainingswoche bei Mancini und Elvedi. Elvedi, nice. Ich will das erste Mal, dass er unter den Top 3 ist bei der Trainingsnote, aber nun gut. So. Udinese Calcio. Hätte ich vor der Saison auch deutlich höher erwartet. Aber die haben dann halt überhaupt nicht performt. Vielleicht performen sie auch nicht gegen uns. Das wäre sehr, sehr schön. Gerade wird über mir gebohrt. Ich glaube, ich müsste eine Pause machen. Leider.
Weil ich jetzt eigentlich gerne das Spiel machen würde. Wir können ja schon mal die Aufstellung machen und dann gucke ich mal. So, es ist ein 4-3-2-1, sagt unser Analyst. Ach, guck mal, Michi. Nicht bestanden, RIP. Ja, huch, nee, das war der falsche. Lassen wir das dann so. Colombo, ja. Ich würde sagen, ja, ne? Ja. Ich hoffe, dass es jetzt da oben nicht zu laut ist. Ich würde das Spiel halt sehr, sehr gerne jetzt machen, weil vielleicht habe ich hier gerade eine Glückssträhne, nachdem das Ding auch gerade schon siegreich bestritten wurde. Jungs, auf geht's, komm. Den Sieg hier noch holen, dann können wir die Situation neu bewerten. Benevento spielt gegen Genua. Brescia spielt nicht. Entella spielt gegen Bari. Reggina gegen Monza. Und Venezia hat schon eine Verletzung nach 3 Minuten. Elvedi schon die gelbe Karte nach 7. Hey, oh, oh, oh. Oh, oh. Genua führt gegen Benevento. Eieiei. Diese Saison, Alter. Benevento aber sofort mit dem Ausgleich, okay. Ah, Udinese hat sich was vorgenommen, leider. Nächste Flanke rein, Elvedi klärt zum Gegner. Pereira, unten ist Platz. Wir trauen uns nicht hin. Guter Ball und Mikau Tadze scheitert an Tarikone. Diese Doppelpässe sind bei uns echt schlimm, ne? Wir pennen so oft rum, leider. Ich werde Elvedi auch mal auf einen normalen Innenverteidiger machen. Vielleicht hilft das so ein bisschen. Monza führt gegen Reggina und Poninho bringt den Ball rein. Elvedi! Jawohl! Nice! Das liegt an der Rolle. Nee, liegt's nicht. 1-0 Führung, sehr gut. Ich gehe wieder auf kontrolliert zurück. Genua kommt, pusht euch gegen Benevento, das wäre so geil. Sanon auf Fischitella, nochmal zurück. Flanke kommt, gut, aber Colombo ist ein bisschen zu optimistisch mit der Höhe seines Kopfballs. Monza 2-0 gegen Regina. Dürfen da allerdings nicht vergessen, wir spielen gleich noch gegen Monza. Udinese war am Anfang echt stark, ne? Ich hoffe, die geben jetzt einfach auf. Pichitella mit einer 6,4. Bisher hat er auch nicht so wirklich überzeugt. Nicht selbstzufrieden werden, Jungs. Ihr wisst das ja leider nicht, weshalb ich euch das immer sagen muss. Wenn ich es richtig gesehen habe, führt Pordenone 2-1 gegen Venezia. Oh, Abseits bitte, Abseits bitte, Abseits bitte. Es ist kein Abseits. Kann ich euer Ernst sein, Jungs? Einwurf von Sanon auf Büro und der scheitert an sich selbst, weil er keine Augen hat anscheinend. Das ist halt auch genau der Grund, warum ich nicht mehr einplane nächstes Jahr. Genau das halt. Eine schöne Freistoßposition für uns. Bruninho, schwierig von da. Ach, schade. Das Netz zappelt aber leider nicht richtig. So, wir werden wechseln. Braas für Pichitella und Lobato für Bro. Wir gehen dann ein Stückchen offensiver hin. Ich hoffe, wir sehen da gerade keine Szene gegen uns. Nee. Regina mit dem Anschlusstreffer gegen Monza. Venezia hatte das 2-2 gerade gemacht und wir sehen eine Szene gegen uns. Ball kommt gut. Sanon will nicht hin, obwohl er Linksverteidiger ist und schon ist der Ball drinne. Paderneck, ja. Ja, toll. Super, Jungs. Habt ihr mal wieder richtig schön gepennt, ihr Vollidioten. Ey, warum bricht alles zusammen gerade? Leute, ja, da muss auch einfach mal jemand hin, ne? Ist das alles schlecht? Ja, was soll ich machen? Alles, was ich machen könnte, wäre einfach irgendwas reinmachen und hoffen, dass es irgendwie klappt.
Ja, die Jungs sind ja leider zu blöd für alles. Das ist alles so frustrierend hier mit dieser Mannschaft. So, vielleicht Flanken früh schlagen, irgendwie den Ball jetzt rein machen, breiter spielen, weil es ist ja ein enges System bei Udinese. Aber dafür müsste man vielleicht auch mal anfangen, einfach mal zu verteidigen. Und das geht hier viel zu einfach schon wieder. Die haben halt mit jedem Spieler so meilenweit Platz, ne? Ach, und wir haben halt null Tempo in unseren Aktionen. Colombo muss jetzt mal auf links ausweichen. Ball kommt solide. Biaschi mit dem sehr, sehr starken Kopfball. 2 zu 2. Minuten noch. Benevento immer noch 1. Oh, Genoa hat gerade das 2-1 gemacht. Wahrscheinlich werden wir dadurch jetzt auch kassieren. Schön gemacht von Biaschi. Bruninho mit dem Ball auf Bras. Bras! Mit dem ersten Saisontor. Endlich macht der Typ mal was. Endlich macht der Typ mal was. Oh Gott, ey. Also Geno führt 2 zu 1. Wir führen 2 zu, 3 zu 2. So, Jungs, Zeitspiel. Nochmal eine Ecke von uns. Sanon bringt den rein. Elvedi! Och, Mann, das wäre so wichtig gewesen. Schade. Schade, weitermachen, komm. Ranocchia müsste vielleicht noch raus. Dann bringen wir Mancini rein. Einfach jetzt nur noch durchhalten, Jungs. Ich werde natürlich umstellen noch ein bisschen. So offensiv müssen wir jetzt nicht mehr sein. Einfach nur hinten durchhalten, bitte. So, Mancini, es tut mir leid. Ich weiß, du bist nicht so der Defensivspezialist, aber das muss jetzt sein. Einfach durch. Oh nein, und was für eine geile Position. Und Tadikone lässt ihn natürlich rein. Der liegt, glaube ich, hinten, habe ich gerade gesehen. Wie es auch schon wieder 6 Minuten Nachspielzeit gibt, ey. Ey, ein Freistoß natürlich. Fuck off. Bari führt wirklich gegen Inter. Oh Mann, ey. Ist diese Mannschaft blöd? Sind die einfach blöd? Unfassbar. Oh, ist das schwierig. So, Benevento hat verloren. Dann haben wir Venezia, die gewonnen haben. Regina hat verloren und Entella hat verloren. Ist. Was mache ich denn hier mit dieser Mannschaft? Brescia kann jetzt gleich alles klar machen. Es ist. Boah. Leute, was ist das für eine Saison? Also es wird sich auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge entscheiden, ob wir aufsteigen oder nicht. Es wird wirklich am letzten Spieltag wahrscheinlich erst entschieden werden. Entella wird dann in der nächsten Folge am Anfang ein Riesenbrett werden. Aber, Alter, sie verlieren halt auch einfach wieder alle, ne? Selbst Benevento verliert. Unfassbar. Das kannst du halt keinem erzählen. So Brescia gegen Cremonese. Wenn jetzt Brescia auch noch verlieren sollte oder unentschieden, ne, dann verliere ich langsam den Verstand, glaube ich. Erstmal wieder ein paar Scouting-Berichte, aber momentan habe ich dafür ehrlich gesagt kein Auge für. Ich möchte einfach nur wissen, wie es jetzt ausgeht in der Liga, weshalb ich auch noch gar nicht so in Sachen Verpflichtungen gemacht habe. Das wird ein bisschen knapp dann im Sommer, aber ich würde jetzt echt gerne lieber den Fokus auf die Spiele legen. Ich habe auch noch gar nichts bei der U18 gemacht. Ah, Brescia hat gewonnen. Ah, die rote Karte in der 8. Minute, Cremonese. Meine Güte. 2 Punkte sind jetzt vor uns. Wir haben 4 Punkte Vorsprung auf Platz 3, spielen aber noch gegen Platz 3. Und 3 Spieltage sind's noch. Oh boy, oh boy. Eieiei. Die 5 meisten Tore erzielt, glaubt man eigentlich gar nicht so. Und die 5 beste Abwehr glaubt man auch nicht, aber. Wahrscheinlich leben wir immer noch. Ach, Empoli hat noch gar nicht gespielt. Wahrscheinlich leben wir einfach immer noch von dem Run in der ersten Hälfte. Ja gut, aber Empoli ist auch wurscht. Vor allem ist das auch nur ein 1-1. So, Monza. Platz 11.
Unseren ersten Platz haben wir jetzt gerade wieder verloren wegen Brescia. Aber heißt ja nichts, ne? Wahrscheinlich verliert Brescia jetzt alle Spiele und die werden dann irgendwie Fünfter oder so. Wahrscheinlich steigt dann irgendwie Regina auf oder so als erstes. Das ist alles möglich. Platz 11 auswärts. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas für uns heißen sollte. Ich glaube, hinten packe ich wieder Hager rein für Akoto, weil. Ja, drei Gegentore, ne? Sanon hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Vielleicht ist Almici wieder fit. Das wäre sehr, sehr schön. Tadikone ist wieder Spieler der Woche geworden für die U19. Dann würde ich wahrscheinlich Braas reinnehmen, der hat das Tor gemacht. Tito und Almici. Und Haga. So würde ich wahrscheinlich aufstellen aktuell. Aber ich habe es ja eben am Anfang schon gesagt, es ist eigentlich wurscht, wen ich aufstelle. Ich brauche halt nur das Glück, dass die dann heute performen. Weil Biyashi war jetzt so lange für uns der absolute Top-Top-Top-Spieler. Und jetzt so wirklich performt tut er auch aktuell nicht. Also er spielt noch auf einem soliden Niveau auf jeden Fall, aber nicht mehr so überragend wie, sagen wir mal, Mitte der Saison, als er dann die Spiele für uns halt wirklich alleine gewonnen hat. Nun gut, komm. FM machen wir ein bisschen schneller. Das ist irgendwie bei uns hier in diesem Safe. Wow, Montella verlässt Empoli. Anscheinend wurde der abgeworben. Nehme ich mal stark an, weil wenn er verlässt, dann wird er nicht entlassen. Logisch. Mal schon, zu wem er gewechselt ist. Ja, das ist hier uns alles egal. Zeig mal her, wo Montella hin ist. Muss ich erstmal am Kabel hier vorbei. Montella? Sampdoria ist ja jetzt Trainer. War ja schon mal 2005 bis 2006. Aber Vincenzo Montella ist ja so oder so relativ viel unterwegs. Tadicone möchte einen neuen Vertrag haben. Bitte jetzt nicht. Darauf habe ich jetzt auch überhaupt gar keine Lust. Gut, dass Marconi das klären konnte. Vielleicht sollte ich auch Marconi mal spielen lassen, aber alles Wundertüte. Ich habe auch absolut keine Ahnung, ob die Elf, die ich jetzt gerade drin habe, ansatzweise performen kann gegen Monza. Ich würde einfach gerne mal wieder einen sicheren Sieg haben. Aber das wird mir nicht gegönnt sein. Aber die Ausgangslage jetzt verbessern vor dem Entella-Spiel wäre schon sehr schön. Aber für uns klar, wir brauchen eh einen Sieg. Egal, was ist so, alle fit? Almici 60 Minuten, daraus müssen 90 werden. Benevento spielt gegen Cittadella. Und Entella spielt gegen Regina. Brescia spielt scheinbar erst morgen gegen Empoli. Venezia, nehme ich jetzt mal raus. 3 Spieltage noch. Wieder ein enges System. Ja, die Aufstellung lassen wir dann so, wie wir sie eben gemacht haben. Jungs, ihr müsst halt nur gewinnen. Ich glaube leider mal wieder ein schlechtes. Ja, gut. Warum sollte ich gerade kein schlechtes Gefühl haben, ne? Das erübrigt sich, glaube ich. Auf geht's, Jungs. Please. Einfach nur ein Tor machen, keins kassieren, fertig. Mal gucken. Oh, Almici gerade so den Ball noch drin gehalten. Bruninho, der Seitenwechsel auf Braas. Oben wäre Tito. Kriegt den Ball von Jeremy Bro. Flanke kommt gut. Colombo scheitert mal wieder am Gegner, aber Biyashi ist da. 1-0, Dankeschön. Ich weiß nicht, was mit Colombo los ist, aber der schießt immer die Gegner ab. Oh, gut, dass Bro die Übersicht hatte für Tito. Ich weiß nicht, warum Braas nicht einfach auf Tito spielt.
Aber gut ist. So, Eckball, Brasa, schade. Das wäre sehr schön gewesen. Benevento gegen Cittadella noch 0 zu 0, Entella gegen Regina auch noch 0 zu 0. Und Alesi hat bei Südtirol einfach innerhalb von 7 Minuten einen Hattrick gemacht. Entella führt leider gegen Regina. Durch Bakayoko. Bisher noch kein einziger Schuss von Monza. Bras in die Mitte. Meine Güte. Ach, schade. Ich dachte, er kann sich den Ball schnappen. Das dürfte Abseits sein. Und zwar ziemlich eindeutig. Boninho mit einer 6-5. Ja. Mal ein bisschen im Auge behalten. Alesi hat gleich sein viertes gemacht. 4-0 gegen Pordenone. Wow. Ah, Eckball gegen uns. Ranocchia klärt zum Gegner zurück. Oh, oh mein Gott, wir haben Glück. Aber der Ball ist noch heiß, der Ball ist noch heiß. Boah, verpasst. Meine Güte, ist das schlecht schon wieder. Hui. Sehr viel Glück für uns in dieser Szene. Hätte gut und gerne auch den Ausgleichstreffer geben können. Almici. Ah, holt nicht den Elfmeter raus. War fair, leider. Aber die Szene gehört weiterhin uns. Almici. Ranocchia und Bruninho. Komm, eine schöne Flanke. Hauen einfach rein. Sieht nicht gut aus, leider. Ranocchia oben wäre Tito. Aber wird leider nicht angespielt. Bro nimmt Tito jetzt mal mit. Der verliert den Ball kurz. Aufpassen, da ist ein Gegner, ne? Nicht, dass ihr den in Rot nicht seht. Colombo. Oh, schade. Brass wäre es gewesen. Ja, das ist schon wieder so ein Spiel, ne? Wo wir irgendwie an uns selbst scheitern, das 2 zu 0 zu machen. Ah, schade, sie nehmen. Oh, fuck, das. Egal. Passt schon. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber macht ja bei den Spielern eh nichts mehr aus. Die sind ja eh schon maximal verwirrt, wenn sie nun Fußball sehen. Benevento gegen Cittadella immer noch 0 zu 0. Wir müssen eigentlich dringend mal das 2-0 machen, damit wir safe sind. Ranocchia wird auch nicht mehr allzu lange machen nach seiner Verletzung. Almici kommt, ein guter Einwurf vielleicht. Bruninho zurück auf Almici. Ranocchia, die sieht gut aus. Tito! Oh, probiert es flach links unten rein, aber da fehlt ihm leider die Weltklasse für dieses Tor. Bro, gefährlich, ne, mit Gelb. Tramoni schießt mal, aber vorbei zum Glück. Errante kommt rein für Colombo. Jungs, bitte macht einfach das 2-0. Tito nochmal. Oh, spielt direkt zum Weg. Der Ball kommt zu uns. Bras, probiert schon wieder aus der Distanz. Muss aber auch nicht sein, Kollege, ne? Piscitella kommt rein. 15 Minuten noch. Benevento immer noch 0 zu 0. Entella führt immer noch. 19 Schüsse. Ein einziges Törchen haben wir gemacht. Oh, Jungs, bitte macht keinen Mist, ne? Ich werde mal Zeitspiel reinmachen. Es war Monza, aber man weiß ja nie. Dann kommt noch Petrucci rein. 3 Minuten Nachspielzeit. Und wir siegen. Boah. Wieder sehr, sehr glücklich. Hat Benevento wirklich nur unentschieden gespielt? Benevento. Tatsache, sie haben wirklich nur unentschieden gegen Cittadella gespielt. Und Entella hat 1 zu 0 gewonnen. Das heißt, wir haben 4 Punkte Vorsprung vor Entella, bevor wir jetzt gleich gegen die spielen. Ah, das hilft uns. Mal schauen, was Brescia gleich macht. Wenn die unentschieden spielen, bleiben wir auf Platz 1. Ansonsten auf Platz 2. Und dann werden wir das große Finale in der nächsten Folge haben. Mit Entella. Direktes Duell. Wir könnten uns das erlauben, zu verlieren.
wenn wir halt das nächste Spiel dann, Nevada, der letzte, gewinnen. Das Ding ist aber halt, es ist der letzte. Und die sind dann zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen. Und das zu gewinnen ist schon eine große Herausforderung. Eine sehr, sehr große. So, zeig mal, was Brescia macht. Das war ein ganz wichtiges Spiel aber für uns, auch wenn wir richtig schlecht gespielt haben. Wobei, so richtig schlecht war das ja nicht. Wir haben halt die Chancen nicht genutzt. Wie viel hatten wir jetzt? 19 Schüsse oder so? Und wir haben halt ein Törchen gemacht. Das war ein Abpraller. Empoli gegen Brescia. Auf geht's, komm, Empoli, pusht euch. Aber irgendwie immer, wenn Brescia alleine spielt, dann machen die das schon. Ich glaube, die spielen nur gut, wenn alle gleichzeitig spielen. Spielen nur schlecht, wenn alle gleichzeitig spielen. Boah, ich habe 88 gelbe Karten bekommen auch. Aber Empo. Oh, wow. Mancuso 1:1 in der 95. und im Ras in der 98. den Siegtreffer. What the fucking fuck? Alter, wir bleiben auf 1. Erster, zweiter oder dritter sind nur noch möglich. Wir spielen noch gegen Entella, wie gesagt. Wenn die gewinnen, sind die auf 1 Punkt dran. Und dann haben wir noch Nevada, die sind auf 19 jetzt. Oh, ey. Wir brauchen halt. Was? Achso, der direkte Vergleich gegen Entella wird ja noch entschieden. Der direkte Vergleich gegen Brescia, den haben wir gewonnen. Also wir dürfen halt. Ja, wenn wir nicht gegen Entella verlieren, dann sind wir durch. Ja, dann sind wir einfach durch. Dann kann sich's im nächsten Spiel entscheiden, gleich am Anfang. Oh Leute, was für eine Saison, was für eine Liga. Ich glaube es einfach nicht. Wir haben halt einfach 6 Niederlagen und 12 Unentschieden und sind trotzdem auf Platz 1. Unglaublich. Aber letztes Jahr waren es halt noch weniger Punkte, ne, für Platz 1. Davor 65 waren auch weniger. Es ist halt unglaublich, diese Liga. Ja, mal schauen, was uns in der nächsten Folge erwartet, ne? Das wird die Entscheidung auf jeden Fall geben. Vielleicht sogar schon im ersten Spiel. Ansonsten müssen wir zittern und gegen den letzten halt gewinnen. Oh. Mir schwant Böses, aber wer weiß. Es liegt halt in unserer Hand. Und zwar nur in unserer Hand, ne? Wir brauchen gar keine Angst eigentlich haben vor den Gegnern oder so. Wir haben alles selbst in der Hand, aber vielleicht ist genau das das Schlimme für uns. Aber es sind halt auch 4 Punkte, ne? Weil Entella zum Glück auch viel liegen hat lassen. Brescia sowieso. Und Benevento sowieso. Ja, nächste Folge, Freitag. Mal schauen, was dann so für verrückte Sachen passieren, ne? Es wird wahrscheinlich nicht unchaotischer als sonst. Also bis dahin. Tschö.